Die August-Neuheiten bei LEGO Star Wars sind seit 11 Tagen im Handel verfügbar. Neben den Sets im oberen Preissegment schauen wir uns heute an, was es denn für 20 bis 50 Euro so gibt. Denn nicht jeder scheißt Geld und kann sich gleich die teuersten sofort kaufen. Glücklicherweise gibt es für eine UVP von 35 Euro die 75333 Obi-Wan Kenobis Jedi Starfighter. Dieses Set gab es bereits 2002, müsste es sein, schon mal, und zwar noch zu der Anfangszeit von LEGO Star Wars. Die 75333 hat eine Teilanzahl von 282 Einzelteilen, kommt mit drei Minifiguren daher, welche eine exklusiv das allererste Mal dabei ist, nämlich die Kaminoanerin Town Wee. Leider gibt es zu diesem Set eine Menge Sticker, und zwar ganze 13 Stück. Diese habe ich bei meinem Set nicht dran geklebt und auch ohne sieht er ganz hübsch aus. Genug der langen Reden, schauen wir uns jetzt gleich an, was das Set denn so zu bieten hat für seine 35 Euro und ob dieses Set in dieser Preisklasse das beste Set in diesem Jahr ist. So, also zwei Stud-Shooter sehen wir hier, hat der Flieger. Ebenso sehen wir auch so eine Satelliten-Comic-Schüssel, die man einfach so mal drehen kann und wenden kann oder auch abnehmen kann komplett. Dann haben wir hier noch so eine Drehplatte, wo wir dann R4 reinsetzen können. Natürlich können wir auch das Cockpit aufmachen und wieder zumachen. Und dann haben wir hier noch so eine Art Geheimfach, wo wir dann den unteren Teil von R4 mit reinstecken können. Natürlich geht es auch mit den Headpieces von Obi-Wan. Da kann man auch die Haare oder das Kapuze und den Körper von R4 kann man da auch einfach rauslassen. So wird es dann Ganze angesteckt und dann einfach nur zugemacht. Und den Kopf von R4 können wir dann eben hier an dieser einen Drehplatte dran setzen und dann auch so rumdrehen. Gucken wir uns die Unterseite an, hier sehen wir schon zwei Klammern, da können wir das Lichtschwert von Obi-Wan festsetzen. Hinten nochmal die Rückseite, zwei Triebwerke, passt soweit, sieht gut aus. Und dann haben wir hier unten dann noch das Gestell, eben der Fuß hier vorne kann man auch einklappen. Sieht also billig aus, aber ich meine, man guckt jetzt nicht so wirklich oft nach unten, deswegen passt es schon so. Blöd finde ich halt hier diese hintere Gestell. Muss nicht unbedingt sein. Hier von vorne nochmal einmal die Ansicht. Und von der Seite. Also es sieht wirklich echt alles rundum echt toll aus, echt hübsch. Kann ich nicht viel groß dazu sagen. Also mir gefällt er echt sehr. Das Einzige, was man hier noch zu verbessern wäre, wäre hier eben der Schnabel oder die Schnauze oder wie auch immer, der Rumpf. Da könnte man hier eben schön noch einen besseren Übergang machen. Und mehr Funktion hat dieser hier auch nicht mehr zu bieten. Jetzt haben wir hier die Obi-Wan-Figur. Print, also Torso und die Beine sind alles Prints. Der Rücken wohl ist auch ein Print. Eine sehr schöne Figur, muss ich sagen. Mir gefällt auch das milchige blaue Lichtschwert. Obi-Wan hat natürlich dann auch zwei Wendegesichter. Nämlich hat er dann einmal hier das Gesicht, wo er ja im Flieger sitzt und eben dieses, sag ich mal, einfach mal Headset mal, sag ich mal, einfach drauf hat. Aber er hat halt nicht nur seine Haare, sondern man kann auch hier diese Kapuze einfach draufsetzen. Und wie es halt in Episode 2, wo er auf Kamino landet hat. Finde ich echt gut, schmiegt sich ganz gut mit dem Torso, mit dem Rest zusammen. Gefällt mir echt sehr. Und dann haben wir hier noch die Kaminoanerin Town Wee. Eine sehr schöne Figur, muss ich sagen. Ich bin zwar nicht mit dem auf dem Hype, die Figur jetzt unbedingt zu feiern, nur weil es halt exklusiv das allererste Mal da ist. Aber gut, ich bin auch kein Minifigurensammler. Aber es ist alles echt eine schöne Figur, generell gesagt. Hier einmal nochmal den Kopf. Und wie gesagt, können wir hier anstelle von R4s Unterkörper, können wir hier einfach entweder Obi-Wans Haare reinsetzen oder halt seine Kapuze. Passt auch beides mit rein. Kann man das halt einfach da oben drauf setzen. Muss jetzt nicht unbedingt R4 den ganzen Platz einnehmen. Kann man es auch so verstauen und dann kann man Obi-Wan ganz normal da drauf liegen lassen. Also ich muss sagen, mir gefällt der Starfighter wirklich sehr.
Wir haben hier natürlich, wie es oft bemängelt wird, diese freien Schlitze. Für mich persönlich stört es jetzt nicht wirklich. Es ist nur, man schaut da wirklich nicht oft rein. Deswegen kann ich das auch so mal stehen lassen. In der Hand fühlt er sich wirklich gut. Es macht wirklich Spaß, damit so ein paar Flüge damit zu machen. Bisschen rumzufliegen. Links, rechts, zack, zack. Das erfüllt seinen Zweck, und zwar eben den Spielspaß. Und damit wären wir eben auch schon zum Ende des Ganzen gekommen. Ja, und das war's auch schon mit dem Review. Wie gesagt, für ungefähr 20, 25 Euro, wie man es aktuell im Handel bekommt bei gewissen Händlern, lohnt sich das der Jedi Starfighter allemal. Mir hat es auf jeden Fall echt Freude gemacht, das aufzubauen. Auch das fertige Modell dann auch zu sehen, weil es ist einfach ein schöner Jedi Starfighter. Da kann man nichts irgendwie groß dazu sagen. Wie gesagt, nur hier die Linie hier hätte man vielleicht ein bisschen noch aufbauen können, damit es einen schöneren Übergang nach oben geben würde. Aber ja, und halt noch die Start-Shooter. Aber alles in allem muss ich es. Alles in allem passt es komplett. Für 35 Euro UVP würde ich es eher nicht. Da käme man sich ein bisschen verarscht vor. Lohnt sich auch für das Geld auch nicht, deswegen kauft es natürlich wie immer bei Lego immer nur mit Rabatt. Genau, dann werdet ihr sehr zufrieden damit sein. Ja, ich hoffe mal, dass Lego vielleicht dann neben dem Obi-Wan Jedi Starfighter dann nochmal einen von Anakin mal rausbringt. Das wäre auch dann eine gute Ergänzung dazu. Und ja, wenn man es mal mit den anderen Sets, die jetzt dieses ja, gekommen sind in dieser ungefähr Preisklasse. Da sprechen wir ja zum Beispiel von dem Dark Trooper Attack Set. Muss ich sagen, gut, die beiden Produkte behandeln eine unterschiedliche Zeitlinie aus Star Wars. Deswegen, gut, bei dem Dark Trooper Attack Set, das wird eher nur für Leute interessant sein, die halt eben die Zeit der Rebellion und so weiter mögen ansprechen. Und der hier wiederum diejenigen, die halt eben die Klonkriege eher am meisten zusagt. Deswegen kann man es schwer sagen, ob der Jedi Starfighter in der Preisklasse das beste Set bis jetzt dieses Jahr ist. Ich von meiner Seite aus, von meiner Meinung sage, ich bin dann mit dem viel mehr zufrieden als mit dem Dark Trooper Attack Set. Klar, bei dem Dark Trooper Attack Set hat man natürlich mehr Minifiguren mit dabei. Das waren ja, glaube ich, fünf, glaube ich mal, oder sechs. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Hier sind es natürlich weniger. Aber allgemein finde ich einfach, der Starfighter sagt mir einfach mehr zu. Obi-Wan-Figur finde ich toll. Ich finde auch klasse, dass der zwei verschiedene Headpieces hat. Also einmal kann man die Haare benutzen, dann einmal halt auch die Kapuze. Und genau, die Kaminoan-Figur ist für mich jetzt eher also nicht so relevant. Also für mich ist die jetzt nicht so im Hype. Ja. Und das Lichtschwert, wie gesagt, das Lichtschwert finde ich auch ganz toll, dass es so ein ausnahmsweise mal so milchige Farbe hat. Das finde ich passt schon irgendwie ganz gut zu den Lichtschwertern. Muss gar nicht mal so wirklich glasdurch sein. So, ich finde es in Ordnung soweit. Ja. In diesem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne meine anderen Videos vorbei. Letztens habe ich von Kobi den Merkava vorgestellt, beziehungsweise brauche ich eigentlich nicht hinzuzeigen, der ist eigentlich da unten. Habe ich den Merkava vorgestellt. Und genau, schaut auch gerne mein neuestes Stop-Motion-Video vorbei, was ich vor 2 Wochen gemacht habe. Gebt da gerne eure Kritik rein, euer Feedback, Anregungen, was auch immer. Würde mich freuen, sind nur 2 Minuten. Und genau, in diesem Sinne sage ich dann vielen Dank nochmal und Arre! Ciao! Aber bevor ich es vergesse, das nächste Video wird es dann vermutlich den neuen AT-TE Walker geben. Der sollte demnächst eigentlich jetzt langsam mal kommen, angeliefert werden. Ja, da habe ich mal ein gutes Schnäppchen gemacht für 20 Euro, 20% weniger. Genau. Aber mehr dazu dann nächste Woche. Also dann nochmal, schönes Wochenende, bis dann, ciao!